Glück auf, meine Kumpel um Aloha. Herzlich willkommen hier bei eurem Lieblings-Schalke-Podcast. Und ja, wir melden uns hier sehr, sehr frisch nach dem sehr, sehr erschreckend schlechten Spiel gegen Braunschweig zurück mit einer neuen Ausgabe. Und daher auch die Frage: Wie ist deine Gemütslage, Luca? Ja, also normalerweise, wenn du mich fragst, sage ich ja meistens gut. Wenn ich das heute sagen würde, wäre es gelogen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel war wirklich von vorne bis hinten harte Kost. Ich bin extrem enttäuscht vom Auftreten, nicht mehr jetzt unbedingt vom Ergebnis. Sowas kann passieren, aber in der Art, wie es passiert ist, darauf gehen wir gleich noch ein, darf das nicht passieren. Ich glaube, wir sind beide gleichermaßen angefressen und haben wahrscheinlich auch ungefähr gleich viel rumgeschrien während dem Spiel und nach dem Spiel. Ja, also rumgeschrien habe ich jetzt nicht so viel. Ich war ja auch live. Ich war einfach nur Ja, du musst dich ja fassungslos. zurückhalten. Genau, Bei mir hat ja keiner enttäuscht. geguckt. Genau, wenn privat wäre ich vielleicht auch. Also wenn da keine Leute zuschauen, auch anders drauf gewesen. Aber ja, wobei, ich glaube, das ein oder andere Mal bin ich da auch ausgerastet während des Streams, aber. Also was, ich habe auch ein Fazit nach dem Spiel gemacht, was bei mir nicht reingeht. Man kann Spiele verlieren, ne? Du kannst auch Spiele hoch verlieren und sehr, sehr scheiße Fußball spielen und kannst auch Tage haben, wo gar nichts funktioniert Und du und kannst auch gegen kannst Mannschaften wie auch. Braunschweig verlieren. Das ist ja, also es kann Ja, passieren, gar kein aber nicht in Thema. der Art und Weise. Voll, weil ganz im Ernst, die haben einfach, die sind nicht gelaufen. Die sind viel weniger gelaufen als Braunschweig. Die sind auch da nicht gelaufen, wo es wichtig war. Also da waren so teilweise so Situationen, Ball wird gespielt und die warten einfach auf den Ball, laufen nicht zum Ball, ein Braunschweiger kommt von hinten, sprintet vorbei, nimmt, kann den Ball nur annehmen, läuft dann weiter, Gegenangriff Braunschweig. Oder Konter von Braunschweig, fünf Schalker laufen zwei Braunschweiger hinterher und da kommt auf einmal ein dritter Braunschweiger, der auf allen Schalkern vorbeisprintet, auf einmal 3 gegen 3, so nach dem Konter. Und so, solche Sachen sind halt sehr, sehr häufig passiert, wo du einfach nur hinterhergetrabt bist und die Braunschweiger mit ein paar intensiven Läufen, mit ein paar Sprints, hat schon ausgereicht, um eine Torchance sich zu erspielen. Das kann ja nicht sein, oder? Ja, absolut. Und was man auch dazu sagen muss, wir hatten über die 90 Minuten hinweg, obwohl wir in der zweiten Halbzeit dann irgendwo schon dominant gespielt haben nach vorne, aber halt auch nicht wirklich zielführend, hatte Braunschweig über das Spiel hinweg deutlich mehr Abschlüsse als wir. Und man muss auch ganz fair und ehrlich sagen, wenn wir dann nicht Marius Müller am Tor haben, also dann kann das Spiel gut und gerne 4-5-0 ausgehen und dann darf sich da auch keiner bei uns beschweren drüber. Weil das, was wir da gezeigt haben, ging gar nicht. Also hinten nicht, vorne nicht, Aufbauspiel nicht, gar nichts. In der ersten Halbzeit war es wirklich nochmal mit am schlimmsten. Wieder Schallenberg und Seguin vor allem, die Bälle einfach mit 500 km/h Wucht nach vorne gepasst haben, flach. Also das Konzept dahinter erschließt sich mir gar nicht, was sie da gesehen haben. Vorne stand keiner, der Ball ist einfach nur zum Torwart gerollt bei Braunschweig. Verstehe ich überhaupt nicht. Dann hatten wir generell in der ersten Halbzeit nur zwei Schüsse. Logisch, dass dann Dreierwechsel kommt und auch, also Ja. Karaman zwar verletzungsbedingt, aber ich hätte es auch verstanden, wenn er auch so schon Kozuki da irgendwann gebracht hätte, der auch kein gutes Spiel hatte, aber trotzdem zumindest ein Zeichen war vom Trainer: Jungs, so geht's nicht, spielt jetzt mal vernünftig. Ja, also ich bin von vorne bis hinten vom Auftreten enttäuscht. Zweite Halbzeit war besser, aber mit besser meine ich Ja. nicht mal wirklich im Viererbereich, sondern trotzdem eine 5. Schlechter ging nicht, ja. Ja. So, die erste Halbzeit war von vorne bis hin die schlechteste Leistung, die ich in der aktuellen Zweitligasaison von irgendeiner Mannschaft gesehen habe. Also das hat mich wirklich an ganz düstere Zeiten auf einmal erinnert, weil da wirklich Ich gar muss nichts ging. wirklich sagen, klammern wir mal so ein bisschen Kramer-Fußball raus, ne? Da die paar Spiele in der ersten Liga unter Ja. Kramer, auch da erst gegen Ende, würde ich sagen, unter seiner Zeit vorm Wechsel. Da muss man wohl ganz weit zurückgehen, bis man so Abstiegssaison, würde ich sagen, wo man Ja. so eine Also David Leistung gesehen Wagner, die hat. ersten beiden Spiele kommen da vielleicht noch mit rein, sowas. Aber ansonsten, die erste Halbzeit war wirklich brutal. Da kannst du 3-0 zur Halbzeit in die Kabine gehen und da brauchst du dann auch nicht fragen, gucken, wie kannst du hier 3-0 für Braunschweig stehen, sondern dann musst du dich eher fragen, wie du das ändern willst. Und das haben die anscheinend nicht gemacht in der Kabine. Die haben da gesagt, ja, Ja. Jungs, komm, also 1-0 ist ja jetzt nicht so schlimm, wir schaffen das noch irgendwie. Aber die gehen da raus, spielen zwar nach vorne auf einmal, haben auch ein bisschen mehr den Ball, aber da war nichts Zielführendes dabei. Also der Einzige, der noch irgendwie ein paar Akzente hatte, wo mal gefährliche Situationen daraus entstanden sind vorne, fand ich Lassme und später dann Kabadayi. Ansonsten ging da nichts. Also Lassme hatte diese eine gute Flanke auf Kozuki, der den dann unglücklich nicht trifft.
Der hat halt einfach allgemein einen schlechten Tag, mache ich ihm gar keinen Vorwurf, ist gar nicht drin gewesen so in der Saison bisher. Reis hat er überhaupt nicht auf ihn gesetzt, deswegen klammer ich ihn ein bisschen aus. Klar, auch nicht gut gespielt, gar keine Frage. Aber da sieht man Aber auch, ich kann es warum er nicht verstehen bei gespielt ihm. hat, ne? Ja, Also, das kann man keine auch so Frage. sagen, ne? Aber du musst trotzdem, also ganz ehrlich, es war fast keiner gut. Ich würde vielleicht drei Spieler mal ausklammern. Für mich Marius Müller auf jeden Fall der beste Spieler gewesen. Also ohne den, wie gesagt, kann ich mich nur wiederholen, wären das ganz, ganz viele Gegentore für uns geworden. Uedraogo fand ich nach der Einwechslung ordentlich, war nicht so gut wie gegen Hamburg in der ersten Halbzeit, aber trotzdem gut, finde ich. Drexler war auch okay, muss ich sagen. Zum Ende hin wurde es natürlich schwächer, weil er dann auch den Krampf hatte, beziehungsweise die Muskelverletzung ist es, glaube ich, sogar, reden wir später noch drüber. Ja. Ja, Kabadayi fand ich auch in Ordnung nach der Einwechslung. Ansonsten fand ich es sehr, sehr schwach. Also vor allem die Defensive. Aujan hat den schlechtesten Tag seit langem gehabt. Also selbst in der Bundesliga habe ich da bessere Spiele von dem gesehen. Und ja, also sehr frustrierend. Ja, du hast es gesagt, Müller, ne, wieder sehe ich auch so Spieler des Spiels. Aber das Krasse ist, der war ja jetzt nicht nur das erste Mal so Spieler des Spiels, der war ja gefühlt in jedem Spiel Spieler des Ja. Spiels als Und das Torwart. darf nicht sein bei einem Bei der Aufstiegskandidaten. Spitzenmannschaft, ja, das kann ich kann es mir auch nicht vorstellen, wieso wie jedes Spiel drei, vier hundertprozentige oder Top-Chancen vom Gegner zulassen, wo der Müller jedes Mal die dann retten muss. Ansonsten kannst du in jedem Spiel deine drei, vier, fünf Kisten bekommen und immer mit einer Packung nach Hause gehen. Ja, und ich habe noch zwei Agenda-Punkte, ich weiß nicht, was du dazu sagst, wo ich wirklich mal ein bisschen Dampf ablassen muss. Der erste Agenda-Punkt ist, Heilige war Schallenberg heute schlecht, also wirklich brutal schlecht. Der ist der einzige Spieler, dem ich heute eine 6- gegeben habe, obwohl es das gar nicht gibt, von den Noten her. Den fand ich mit Abstand am schlechtesten, in der zweiten Halbzeit war ich sogar noch schlechter als in der ersten. Der hat da am Ende wirklich mit 3 km/h über den Platz. Der ist sowieso schon nicht schnell, keine Frage, erwarte ich auch gar nicht von dem. Aber der ist da über den Platz getrabt, hat jede einzelne Aktion falsch gemacht, jeder Pass kam nicht an. Das Schlimmste war, dass der dann am Ende sich auch noch bestimmt 5-mal hat austanzen lassen von den Spielern. Keine Ahnung, was mit dem heute los war. Kann passieren, schlechter Tag. In den anderen beiden Spielen war er okay. Aber keine Ahnung, was da los war. Und der zweite Punkt, weite Bälle, alles schön und gut. Terodde kann auch mal einen abfangen. Aber da war niemand, der so in 2 Meter Entfernung stand, dass Terodde einfach mal zu dem nicken kann oder so. Da war nichts. Ja, Terodde hat ne? den Ball Auch bekommen, keiner, aber der. keiner hat sich angeboten. Gar nicht. Null. Keiner, auch wenn der Terodde irgendwie den Ball irgendwo hingeköpft hat, der dann auf den zweiten Ball geht, ne? Mal dahin Ja. sprintet. Da war einfach weg, der Ball, so. Genau. Also Torodde hat Langer halt Ball auf geköpft. Terodde. Terodde Mehr muss kannst du auch von gegen ihm nicht zwei erwarten. Spieler Ja. sich durchsetzen und dann war der Ball weg. Genau Also so. ihm mache ich dann noch am wenigsten den Vorwurf. Also klar, er gehört genauso zum Team, ist Kapitän, muss da vorangehen. Gar keine Frage. Aber wenn Torodde dann ein Kopfball-Duell führt, dann muss auch jemand da sein, der den Ball annehmen kann. Da stehen die Ja. beiden Flügelspieler komplett außen. Keiner fühlt sich irgendwie verantwortlich dafür. Im Mittelfeld sowieso nicht. Wir spielen gefühlt seit dem ersten Spieltag ohne Mittelfeld. Und Immer noch, ja. also ja, also da muss wirklich 2 Meter dran gefühlt einer stehen, der den einfach direkt annimmt und den dann weiterspielen kann. Aber Es so macht das fehlt die keinen Sinn, der weite Präsenz Ball. einfach im Ja. Mittelfeld. Und das ist so eine Schande. Wir haben vor der Saison gesagt, rein von den Transfers, rein von den Namen her, das ist so unsere beste Position, auch in der Breite, in der Spitze. Wir holen den Schallenberg, bester Spieler, bester Sechser der zweiten Liga. Wir haben das Top-Talent Uedraogo. Wir haben mit Drexler jemanden ganz Erfahrenes, der schon mehrmals aufgestiegen ist. Dann kommt noch ein Seguin, der aufgestiegen ist, der bei Union zuletzt gespielt hat. Und ein Tempelmann, der gu eine gute Rolle, ein gutes Talent von Nürnberg ist. Und hast dahinter noch einen Latzer und so weiter. Und null Präsenz. Also, das ist wirklich sehr, sehr erschreckend, was das für ein Mittelfeld ist, also sowohl rein jetzt von der läuferischen Qualität, sei es von der Intensität, sei es von Kreativität, sei es vom Passspiel, da fehlt es überall. Defensiv sind wir auch nicht da, die werden einfach überspielt permanent. Das kann es nicht sein. Und Schallenberg haben wir ja auch immer gesagt, um nochmal zum ersten Agendapunkt zu kommen. Ja, der wird immer alleine gelassen, der wird alleine gelassen. Ich glaube auch, er ist halt einfach so schlecht, dass, wie du gesagt hast, der wird einfach überspielt. Vielleicht haben wir ihn dazu sehr geschützt, der war ja auch immer gesetzt. Also klar, häufig wurde er auch alleine gelassen, aber jetzt auch in diesem Spiel, da kommt halt von ihm auch nichts. Der kommt halt gar nicht in die Zweikämpfe rein. Der steht da gefühlt nur rum und
steht häufig falsch, manchmal zu tief, manchmal zu hoch, weiß gar nicht, wo er sich auf dem Platz positionieren muss. Sehr, sehr viele Spieler wissen das nicht bei uns. Da muss, also was das angeht, muss man auch da die Verantwortung nehmen. Also absolut, da weiß wirklich niemand, vor allem im Mittelfeld weiß niemand, wo er zu stehen hat, was er machen muss, was er nicht machen muss. Wie du auch die Szene, habe ich mir ja auch alles angehört, sowohl in deinem Stream am Ende war ich noch kurz drin und auch dein Retalk, wo du gesagt hast, mit den 6 Spielern, 6 gegen 3 eigentlich, wo dann die 3 Spieler aus dem Mittelfeld einfach sich alle nicht mehr verantwortlich gefühlt haben. Ja, und dann aus einer 6 gegen 3 voll. Situation eine 3 gegen 3 das Situation wird. Das hat mich wird. Am meisten ich aufgeregt. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Wie kann es dazu kommen? Das ist ein Angriff von Braunschweig. Da müsst ihr mit nach hinten gehen. Ja, voll. Und ganz im Ernst, bei uns, der einzige Spieler, der mit nach hinten läuft und richtig im Vollsprint, ist immer der den Ball verliert. Alle anderen Spieler, die nehmen sich da komplett raus, aber das ist doch keine Mannschaft dann. Ich muss doch, wenn jetzt, sagen wir jetzt mal, der Kusuki verliert den Ball, dann muss ja nicht nur der Kusuki nach hinten laufen. Ganz kurz sagen, bei Kusuki ne? war das, die eine Situation fand ich echt stark von dem, wo er wirklich immer über einen halben Platz gelaufen ist, um den Ball zurückzuerobern. Genau das, was Reis gefordert hat, das war gut. Ansonsten leider sehr unglücklich gewesen, Kusuki. Nur nochmal als kleiner Nachtrag. Ja, also Kusuki, ganz im Ernst, ich habe da eine etwas andere Meinung. Wenn es an mir gehen würde, wird er auch eine 6 kriegen, weil der hat einfach gar nichts gebracht. Hat er bei mir auch bekommen, also die 6 habe ich ihm auch gegeben, aber die eine Aktion war trotzdem gut von ihm. Ansonsten ja, war alles schlecht, voll. Aber das war gut, das wollte ich nochmal angemerkt haben, dass das zumindest voll. Mal ein positiver Einblick war. Total, aber wenn jetzt zum Beispiel ein Kusuki den Ball verliert, kann es nicht sein, dass er dann den Ball zurückerobern muss und alle anderen Spieler, die nehmen sich da raus. Denen geht das gar nicht an. Das kann es ja nicht sein. Ja, genau die Situation, die ich auch gerade meinte, ist ja auch einfach nochmal mehr ein Armutszeugnis dafür, dass er über einen halben Platz noch laufen muss, wenn er den Ball verliert. Und das nicht irgendwie Schallenberg, auch Uedraogo natürlich, keine Frage, aber der ist halt 17. Also meine Güte, wenn da irgendwer den Ball holen muss, dann ist er da noch der Letzte, von dem ich das erwarte. Aber trotzdem, Mittelfeldspieler, klar muss er mit nach hinten arbeiten. Hat er aber trotzdem noch mehr gemacht als zum Beispiel Seguin und auch Tempelmann in der ersten Halbzeit. Tempelmann habe ich gar nicht gesehen im Spiel, bis auf einen Kopfball. Also das war es mehr. Ich kann mich an nicht mehr erinnern von dem. Gar nichts. Voll. Bei mir im Stream kamen ja auch häufig dann so Fragen wie, ja, wie hast du den Spieler gesehen? Wie hast du den Spieler gesehen? Auch Baumgartel beispielsweise. Ja. Da habe ich so überlegt, so. Was hat er eigentlich gemacht? Gar nicht so bemerkt, so im Spiel. Muss ja jetzt erstmal nichts Schlechtes sein bei uns, weil einige Spieler sind halt dann dazu auch noch richtig schlecht aufgefallen. Aber da sind viele Spieler, sie tauchen unter, sind unsichtbar. Was ich auch bemängelt habe, auch in diesem Real Talk oder dem Fazit nach dem Spiel, ist auch einfach so die Körpersprache. Da ist auch kein Spieler dabei, der mal redet, der mal sagt, so geht's nicht weiter, Jungs, hallo, wir müssen so wachrütteln, der auch vielleicht mal so eine Grätsche auspackt, um dann einfach mal so ein Zeichen zu setzen. Nee, die lassen sich alle von Eintracht Braunschweig kaputt faulen. Keiner nimmt das auch einfach so hin, gehen verletzt runter, lassen sich kaputt treten. Die tun so, als ob das voll okay ist. Erstmal das, dass die so aggressiv spielen. Keiner fordert mal eine gelbe Karte vom Schiri. Keiner rüttelt mal den Nebenmann wach. Keiner sagt auch, wenn jetzt zum Beispiel er alleine gegen 5 Spieler verteidigen muss, weil keiner zurückläuft, ja, hallo Leute, wo seid ihr? Sondern die spielen so, als ob das Fremde sind, als ob die sich gar nicht kennen, als ob das keine Mannschaft ist. So. Und da bin ich richtig geschockt, weil ich habe ja gedacht, wir haben ein richtig gutes Team, so dieses Teamgefüge aus der letzten Saison, was man auch beim Aufstiegsjahr hatte, so dass das noch erhalten ist. Plus die Leute, die wir geholt haben, waren ja eigentlich alles auch Führungsspieler. Ne? Tempelmann war Kapitän bei Nürnberg, Schallenberg bei Paderborn, Seguin war, ich weiß nicht, war der nicht in Fürth auch Kapitän? Der war ist auch ein älterer Führungsspieler, den du dazu holst. So, das sind alles Spieler, so wo du sagst, okay, da muss der Charakter richtig sein, das ist auch eine Führungspersönlichkeit, die müssen reden, die passen dann auch herein, aber Pustekuchen, gar nichts ist der Fall. Ich habe eher so das Gefühl, da hat jeder so sein eigenes Ego und jeder spielt da sein Spiel und da gibt es im Moment keine Mannschaft. So sieht das auf jeden Fall auf dem Feld aus. Ja, also ich habe auch noch so einen kleinen Vergleich. Ich weiß nicht, ob du den fühlst, kannst du mir danach sagen. Für mich, also Schalke ist ja sowieso für uns alle eine Form von Familie. Für die Fans, aber auch
Der ganze Verein ist eigentlich eine Form von Familie. Und auch die Spieler auf dem Platz, das ganze Team wächst ja zu einer gewissen Art von Familie. Nicht in dem extremen Ausmaß, wie es für uns Fans ist, aber für die Spieler schon. Und mir kommt es gerade so vor, als ob die Mannschaft von uns zwar eine Familie ist, aber eine, die als WG lebt, die einfach aneinander vorbeilebt. Die gehen ein, gehen aus, keiner sagt dem anderen irgendwie Bescheid, dass er jetzt nicht da ist oder so. Genauso agieren die auf dem Platz für mich. Also keine Kommunikation, kein Ra, hier sind wir, gar nichts, Ja. wirklich. Und genau für sowas waren solche Spieler wie in der Aufstiegssaison Paulsson total wichtig, der da Voll. dazwischen haut, wenn was passiert, der die Leute anschreit, wenn Ja. die Scheiße bauen. Und genau das brauchen wir auf dem Platz, aber das macht keiner bei uns. Und das ist das ganz große Problem, zudem natürlich auch alle unsere Spielanlagen, gar keine Frage, aber heute war auch zudem nochmal die Einstellung bodenlos schlecht. Bei mir ist auch echt so ein Kraus, der war das auch, Ja. fand ich so ein bisschen. Auch ein Bülter, so jemand, Sehr unterschätzt, was das der angeht. das, ja, dann auch in der Abwehr, Jens, oder dann Jens auf jeden Fall. Guck mal, wir haben jetzt einen Baumgartel, der ist sehr, sehr ruhig, ein Kaminski ist sehr, sehr ruhig in der Innenverteidigung. Wir haben, wenn du dir die Viererkette dann noch mit Brunner und Ovejan anguckst, so eine richtig liebe Viererkette, wo es gar keinen Abwehrchef gibt, wo keiner mal zeigt, da musst du stehen, da musst du stehen, sondern das ist keine Hierarchie drin und da kannst du ja weiterziehen. Im Mittelfeld fehlt ja so gesehen auch eine Stammformation. Die suchen ja immer noch die drei, die starten sollen, weil es halt mit keiner Dreierreihe da vor der Viererkette bisher funktioniert hat. Und eigentlich so die einzige Konstante und auch der einzige, ich sag mal, Führungsspieler ist in dem Fall Simon Terodde ganz vorne drin. Ja. Und letzte Saison auch Fährmann, ne? So gut Müller auch hält die Bälle, ich finde so diese Ausstrahlung und auch dieses Selbstverständnis und auch halt diese Position von Fährmann hat er halt einfach auch nicht, ne? Ich gebe Und dir da recht, also braucht. Fährmann ist da nochmal ein ganz anderes Level, der ist halt auch so wichtig für diesen Verein. Und wenn ein Gegenspieler auf Fährmann zuläuft, scheißt er sich einfach an die Hose, das ist einfach so. Weil es einfach so ein breit gebauter, fast 2 Meter großer Mann ist. Aber ich muss trotzdem sagen, ich bin von Marius Müller, also nach der Vorbereitung war ich ja Voll. gar kein Fan. Nicht nur auf der Ja. Linie, ich bin auch, was Kommunikation angeht und von Ausstrahlung her, bin ich mit ihm an sich zufrieden. Was Kommunikation mit den anderen angeht, ja, nicht hundertprozentig, aber trotzdem jedes Mal, wenn er einen Ball hält, pusht er nochmal alle und pusht auch sich selbst. Das finde ich gut, aber trotzdem ist er Ja. halt bei Weitem nicht so ein Sparrohr wie Fährmann. Das Aber wenn erwarte ich auch du, nicht von ihm, er ist ja. noch nicht lang so noch nicht lang genug im Verein, kommt halt gerade aus der Schweiz, ist seine erste Station in Deutschland so richtig, soweit ich weiß. Und klar muss er als Torwart da noch mehr reinrutschen. Trotzdem nehme ich da ganz andere Spieler viel mehr in die Verantwortung. Also Nee, Kaminski das erwarte ich auf mir jeden mehr als Fall. Co-Kapitän, muss da viel mehr kommen. Wenn du Ja. Co-Kapitän von Schalke 04 bist, musst du reden auf dem Platz. Ich habe Kaminski nicht einmal reden sehen heute, gar nicht. Auch in den Spielen davor Ja. nicht. Und da erwarte ich mir einfach mehr. Vor allem, weil er ja auch in den Interviews immer so sagt, er übernimmt gerne Verantwortung, will gerne hier weiterspielen für den guten Verein. Und dann kommt da einfach nichts, das verstehe ich nicht. Voll. Und ja, bei Müller ist halt die Sache so, ich sag mal so. Wenn da eine Viererkette mit einem Abwehrchef ist, dann braucht er da auch nicht viel zu machen. Nur jetzt, wenn du da halt eine Viererkette hast, und da war auch wieder so Szenen dabei, wie das, ich weiß nicht, war es das 1-0, wo der Kaminski da so tief stand, ne? War das 1-0, ne? Ich glaube War schon, ich bin mir jetzt nicht mehr richtig. 100% sicher. Ich habe versucht zu verdrängen, aber ich glaube ja. Ja, ich meine, der Kaminski war da so tief. Halt, normalerweise musste er rausrücken, ne? Und Ja. dann machst du eine Abseitsfalle so. Und das gibt's halt bei uns nicht, weil die Viererkette, da fehlt der Abwehrchef, der die Spieler sortiert, so gesehen. Und das hast du ja auch beim Jens gemerkt, wo der gekommen ist, dann stand die Viererkette neben ihm so, weil Ja, der weil dann Yoshida auch auch, auf einmal gut war dann, weil er wusste, was er zu tun hat. Ja, genau. ja, weil der die aber auch positioniert hat, der Jens Ja. so, und der weiß halt, wie man spielt und so weiter und so fort. Und wenn du das aber nicht hast in der Viererkette, dann brauchst du auch manchmal einen Torwart, der die dann positioniert und der dann da eingreift. Und ja, das ist halt die Sache so, ne? Wir haben weder einen Torwart noch einen Abwehrchef, noch einen, im Mittelfeld jemand, der dann nach hinten guckt und sagt, und Schallenberg, der ja auch dann da die Viererkette, aber der ist halt auch Ja. mit sich selbst beschäftigt, ne? Und hast du halt keine Spieler, die im Moment da, ja, die Führung übernehmen und das funktioniert so nicht.
Die einzigen Kommandos, die ich heute im Spiel gesehen habe, waren von Thomas Reis. Er hat ja die ganze Zeit pausenlos rumgeschrien. Also, das kann man ja wirklich nicht vorwerfen, dass er jetzt nicht mit vollem Willen dabei gewesen wäre. Der hat da wirklich noch Kommandos gegeben, aber auf dem Platz hat da niemand dem anderen gesagt, was er machen soll. Ich habe nur Drexler habe Kommandos ich ein von paar Reis Mal bekommen. gesehen, Ja, der stimmt, mal Drexler. gezeigt hat, Ja, wohin jetzt wo du er sagst, jetzt wo du passen will sagst, und ja. so. Drexler ja, aber ansonsten Torodde auch nicht. Klar ist Stürmer, was soll er da jetzt groß vorne sagen? Aber im Ja. Mittelfeld hat Drexler in der zweiten Halbzeit halbwegs koordiniert. Der hat da wirklich ein paar Kommandos gegeben, habe ich ein bisschen vergessen. Aber in der Abwehrreihe, wie du gerade schon gesagt hast, null, gar nichts. Also da hat jeder sein Ding gemacht. Aujan stand, wo er will. Kaminski war auf einmal linker Flügelspieler manchmal, habe ich auch nicht verstanden. Also wirklich Ja. unbegreiflich, ich verstehe es einfach nicht. Und die Sache ist halt, ne, wir haben jetzt auch nicht gegen HSV gespielt oder auch nicht gegen Hertha oder wer ist noch im Aufstiegsrennen, Pauli oder wer auch immer. Wir haben einfach gegen Eintracht Braunschweig Die gespielt, die bis um dahin null Abstieg Punkte hatten. kämpfen. Ja. Ja, die haben 0 Punkte, gegen die haben wir bereits gewonnen im Pokal. Und wenn du dir jetzt so den Start mal so dir anguckst, ne? Wir haben gegen Eintracht Braunschweig einen Dreier geholt und einmal, oder was, wir sind Pokal weitergekommen Ja. mit etwas Glück und haben gegen die verloren. Einziger Sieg in der Liga war gegen Lautern mit 2 roten Karten, wo Lautern auch trotz 2 roter Karten noch gefährlich war. Und gegen HSV hast du einfach eine fette, ja, keine Klatsche bekommen, weil wir selber ein paar Tore gemacht haben, aber 5 Dinger kassiert Und so. in jedem Und da einzigen wäre. dieser drei Spiele hättest du mehr Gegentore bekommen, wenn du keinen guten Ja. Torhüter hättest. Genau, und gegen HSV hättest du auch 10-0 verlieren können, so viele Chancen, wie die hatten, ne? Oder Ja, 10-3 oder wie auch immer. absolut. So, gegen Lautern hättest du schon 2, 3 Kisten kriegen können, so. Oder ja, Also drei wenn Stück, wir die 2-2 hatten. gegen Lautern gespielt hätten, auch mit 9 Mann, hätten wir uns nicht beschweren dürfen. Also das war Ja, halt auch keine voll. gute Performance von uns. Und deswegen, also, Hertha ist ja mit 0 Punkten reingestartet. Ich sehe uns gerade nicht so viel schlechter oder nein, ich sehe uns gerade nicht so viel besser als Hertha. Nee, Und absolut nicht. da brennt ja komplett der Baum. Ja, also bei Hertha muss man auch nochmal sagen, da sind einfach nochmal mehr ganze komplizierte Themen nochmal mit drin. Also das ist ja nicht nur das Sportliche. Da ist dann auch nochmal alles hier mit den ganzen Söhnen von Dardai ist immer ein Thema. Warum hat er jetzt seine Söhne hier am Spielen? Ist natürlich ein Brennpunkt. Dann die ganzen Spieler, die noch loswerden müssen, ist ein Brennpunkt. Bei uns ist doch eigentlich Ruhe drin. Ich verstehe nicht, warum wir uns das selber alles so Ja. kaputt machen. Hechelmann muss wirklich jetzt auf dem Transfermarkt nochmal aktiv werden. Wir brauchen mehr Leader im Kader. Wir brauchen welche, die auch nach vorne im Mittelfeld agieren können, die da nach vorne was machen und auch vor allem Schallenberg unterstützen können. Also wir müssen noch mindestens 2 Spieler holen, wenn nicht sogar 3. Und dafür ist nicht mehr viel Zeit. Also es wird langsam knapp, muss man sagen. Was ist mit Reis? Also ich habe den hier immer verteidigt, aber ich weiß nicht, man muss ja auch sich die Mannschaft irgendwo weiterentwickeln, ne? Ich finde, der passt halt perfekt zu uns. Ich mag den sehr. Ich würde mir wünschen, dass der so spielt wie in der Bundesliga, das so erfolgreich, ne? Dass der wie mit Bochum mit uns hochgeht, aber muss man ihn jetzt auch langsam kritisieren oder wie siehst du das? Also bin ich deiner Meinung, ich finde Reis auch absolut sympathisch, passt perfekt eigentlich zu uns. Und auch in der Bundesliga hat es ja alles gestimmt, also da gab es ja gar keine Kritikpunkte. Wir haben ja auch als du in Berlin warst, haben wir auch kurz darüber geredet, ob man jetzt mit ihm schon verlängern sollte oder ob man wartet. Im Ja, Nachhinein kann man genau, jetzt da haben wir sagen, gut, dass, gesagt. genau, gut, dass man jetzt aktuell Ja. wartet. Weil so wie er aktuell mit uns spielen lässt, gibt es jetzt auch nicht Interessenten, die uns den jetzt wegschnappen könnten, wenn es auch immer wieder läuft. Ja. Und ja, also Kritik, auf jeden Fall darf man ihn kritisieren, weil wenn wir ihn nicht kritisieren, dann ist er irgendwie der heilige König Reis, der irgendwie machen kann, was er will und dann auch nicht mal wirklich konzentriert bei der Arbeit sein muss. Ja, bei mir, Aber ich, ja, ja. ich sag erstmal. Die Frage ist halt, hat er zu schlechte Spieler? Oder muss er mehr aus der Mannschaft rausholen? Es gibt ja nur die zwei Sachen. Also zu schlechte Entweder. Spieler würde ich pauschal schon mal gar nicht sagen. Also ich finde nicht mal, dass unsere Spieler schlecht sind, aber ich finde einfach, dass wie die zusammengestellt sind, finde ich fragwürdig bisher. Also das passt Ja. einfach alles nicht zusammen. Wir haben keine Leader drin, das fehlt extrem. Dann haben wir einfach im Mittelfeld keinen, der da mal wirklich dreckig einen wegwichst. Sorry für die Ausdrucksweise, aber genau das ist es halt Kein einfach. Ding. Und nach vorne haben wir keinen Kreativspieler. Das sind so die Hauptkritikpunkte.
Die Spiele an sich von der Qualität her finde ich sie gut, aber sie passen gerade alle nicht zusammen in dem, was wir spielen wollen. Sie passen aber auch nicht auf das Spielsystem von Reis. Und das ist genau der Kritikpunkt, den ich ihm aktuell zuwerfen würde. Das, was er aktuell spielen lässt, funktioniert nicht und er sieht es halt nicht ein. Er sagt die ganze Zeit, dass wir ein Einstellungsproblem haben, was auch so ist, hatten wir heute auf jeden Fall. Keine Frage, Ja, stimme ich ihm safe. zu. Aber trotzdem kann er sich dann nicht jedes Mal rausreden und sagen, dass er glaubt, dass das der Weg ist. Wenn er merkt, dass wir jetzt 4 Spiele gespielt haben und wir in keinem Spiel klarer Favorit waren und das klar super runtergespielt haben und davon auch nur allgemein nur 2 gewonnen haben, dann muss er sich das gefallen lassen, dass die Medien und auch die Fans da unruhig werden. Und da bin ich dann Ja. ganz ehrlich, wenn das so weitergespielt wird und wir weiter verlieren, dann wird das ganz schnell unruhig bei uns. Und da muss man Was? leider ganz ehrlich sein, wir sind nicht die ruhigsten Fans. Wenn uns was nicht passt, dann geht das ganz schnell. Und davor habe ich ehrlich gesagt Angst, weil ich Reis eigentlich als Trainer und auch als Menschen sehr, sehr schätze und hoffe, dass es noch erfolgreich bei ihm mit uns weitergeht. Ja, was ich bei Reis ganz gut finde, ist, der probiert ja Sachen, ne? Der ist jetzt nicht so einer wie damals David Wagner, der einfach permanent immer diese Fünferkette gespielt hat und dann immer die gleichen Spieler so, ne? Also zum Beispiel jetzt hat er dann halt den Lasme reingepackt, anstatt Drexler, weil der Drexler da nicht so gut funktioniert hat als Absolut Rechtsaußen, ne? folgerichtig nach dem letzten Spiel, ja. So, genau, und der macht halt so Sachen, wo ich mir vor dem Spiel die Aufstellung angucke und so sage, ja, das macht Sinn, so hätte Ja, ich hätte ich auch genauso gemacht. gemacht, genau, ja. Genau, oder so in den meisten Fällen. Und bei anderen Trainern hatte ich halt häufig das Gefühl, was macht der da für Sachen so, was ich bei ihm halt nicht habe. So, ich kann das alles nachvollziehen, nur ja, deswegen, ich weiß es nicht. Ich glaube, er weiß es selbst im Moment nicht so. Er hat noch selbst noch nicht so dieses Rezept dafür. Also aus der Rückrunde hat er ja häufig immer mit so einer Startelf gespielt und hat das im Prinzip immer so weitergeführt. Wo der seine erste Elf gefunden hat. Ich glaube, der ist noch auf der Suche nach dieser ersten Elf, die in der zweiten Liga gut funktioniert für uns. Und ich glaube, wir haben auch vielleicht auf dem Transfermarkt das ein bisschen unterschätzt. Ich glaube, wir haben, also wenn du mich fragst, ich glaube, wir haben auch ein Qualitätsproblem. Weil wenn man mal guckt, wer uns alles verlassen hat, ein Salazar, ein Bülter, so, und dann hinten noch der Jens und Vandenberg und dann noch der Kraus und Kral. Also die Mannschaft an sich, das ist im Prinzip die zweite Mannschaft von uns gewesen. Da ist keiner mehr aus der Startelf drinne, der bei uns gestartet hat, außer ein Terodde und ein Brunner. Weniger, Genau, und Terodde auch nur so jedes zweite Spiel war ja im Konkurrenzkampf mit Frei und Polter. Also so die richtigen Startelfspieler, die richtigen gesetzten Spieler sind nicht mit uns runtergegangen. Und wir hatten ja auch gesehen, wie die Mannschaft aufgestellt war, bevor auch der Jens und so weiter gekommen ist in der Rückrunde. Da waren wir ja deutlich schlechter noch unterwegs. Und wir haben auch gesehen, wer im Aufstiegsjahr bei uns gespielt hat, ein Itakura und ein Chaud. Ich sehe halt diese Qualität gerade gar nicht bei uns. Ja, also Diese ich stimme dir absolut herausragenden zu, Spieler so. dass wir qualitativ auf jeden Fall abgefallen sind im Vergleich zur Bundesliga und auch auf jeden Fall im Vergleich zur vorletzten Saison, also der Zweitligasaison. Gar keine Ja. Frage, bin ich voll bei dir. Aber ich bin trotzdem felsenfest davon überzeugt, dass die Spieler, die wir haben, eigentlich Qualität haben. Ich finde nur, dass sie nicht richtig eingesetzt werden und dass sie nicht richtig zusammenpassen. Da fehlen einfach 2, 3 Spieler, die das alles nochmal ein bisschen mehr miteinander bündeln. Dann kann das funktionieren. Aber wie du gerade richtig gesagt hast, selbst wenn jetzt noch diese 2, 3 Spieler kommen, die Qualität, die wir vor 2 Jahren hatten, die wir da vielleicht noch nicht alle so richtig wertschätzen konnten oder zumindest Teile nicht wertschätzen konnten, ist einfach überragend gewesen für Zweitliga-Verhältnisse. Wenn du da mal überlegst, Bülter, Itakura, Chao, das sind alles Spieler, die jetzt mit weitem Abstand uns entgleist sind. Also die sind viel besser als das, was wir aktuell haben. So muss man ganz ehrlich Ja. sagen, wenn wir diese, und auch ein Chulinov muss man auch ganz ehrlich sagen, wäre aktuell bei uns 100 pro Startelf-Spieler. Obwohl wir auf Safe. den Flügeln, finde ich, aktuell am besten besetzt sind, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich relativ zufrieden aktuell. Aber Ja, vom Salazar hat ja auch noch gespielt, ne? genau. Salazar. Salazar war halt auch Alisson total hätte ich wichtig auch jetzt fürs gerne Offensivspiel. gerade anstatt einen Schallenberg auf der 6, bin ich auch ehrlich. Ja, So. also wenn du mir den jetzt Also. anbieten würdest, den Parson von vor 2 Jahren, ich weiß jetzt nicht, wie er jetzt aktuell spielt, dann würde ich den Ja. Tausch aktuell auch mitgehen, auch wenn da alle sagen, ja, Aufbauspiel, dies, das. Glaub mir mal, die Mentalität von Parson, die Schnelligkeit, die Zweikämpfe, die der führt, sind so wichtig Ja. gewesen. Ich glaube, viele unterschätzen das immer noch, wie wichtig Parson in diesem Zweitliga-Jahr eigentlich war. Also das ist wirklich
Voll. Extrem schade, dass der Spieler uns da auch in der Bundesliga verlassen hat. Der hätte auch in der ersten Liga, glaube ich, noch uns gut getan. Ja, aber lass uns nicht so viel über Vergangenes reden. Ich Ja, glaube, das ist halt, Braunschweig guck mal hier kann man hinter langsam, ja. mir. Hinter mir ist der Raoul noch drauf. Das Ja. waren noch Zeiten so und mittlerweile, ey, wirklich, also, dann bringt auch nichts, über die Vergangenheit zu sprechen. Deswegen lass uns mal mit dem nächsten Thema machen und so Richtung nächstes Spiel gehen, aber auch vorher noch, da sind ein paar Spieler verletzt ausgewechselt worden. Lass uns Ja. da mal reingucken in die verletzten Spieler. Karaman, wo ich auch erstmal sagen muss, Karaman fand ich persönlich, hatte auch eine gute Halbzeit oder war ja nicht ganz eine Halbzeit, hat gut Ja, gespielt, 35, bis er 40 Minuten ausgewechselt waren worden es. ist. Gebe ich dir recht, Karaman hat gut gespielt, war einer der besseren. Trotzdem war es nicht sein bestes Spiel. Die eine Torchance, die er hatte, kann man auch gefährlich aufs Tor bringen. Also der Lupfer, den er da hatte, war eine okay Idee. Ich Man hieß fand das keinen großen. gut. Ich fand's richtig Ja, gut. Hat aber auch wenn ein er Tor den. gemacht, wo Abseits war. Ja, das stimmt. War aber auch sein Abseits, muss man sagen. Also das kommt Ja, dazu. aber. War jetzt keine schlechte Halbzeit. Von ihm gebe ich dir recht. Karaman war in Ordnung. Und wenn der jetzt längerfristig fehlt, was wir, glaube ich, beide absolut, absolut furchtbar finden würden, dann haben wir Ja. einen ganz dicken Qualitätsabfall, weil Karaman aktuell wirklich, ich würde fast schon sagen, unser wichtigster Offensivspieler ist. Terodde natürlich Zweitligastürmer schlechthin, aber Karaman ist einfach so brutal in Form seit ein paar Safe. Monaten. Und du hast zwar Lassme, du hast auch Kabadayi, der heute gut gespielt hat, aber wenn Karaman ausfällt, das würde sehr, sehr schmerzen. Vor allem jetzt bei dem aktuellen Druck, der drauf ist, ist Karaman auch nochmal ein Spieler, wo ich sagen muss, fand ich auch in der ersten Halbzeit einer der wenigen, der mal zumindest ein bisschen Ausstrahlung hatte, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, der versucht wenigstens alles, der gibt wenigstens Tempo, aber hat man halt bei allen anderen nicht gesehen. Ja, der ist halt auch jemand, der mal so Spielsituationen einfach individuell auflösen kann, ne? Ja, Qualität Und gerade einfach. so, genau, gerade wenn es bei uns so kreativ irgendwie drückt, wo du halt den Ball nicht nach vorne kriegst, spielst du den mal zu Karaman. Das war doch dieser Doppelpass da mit dem Terodde. So, welche Spieler machen denn sowas bei uns, mal so einen Spielzug? Und Das war richtig gut gemacht, ja. ja, das fehlt halt total. Und auch mal ein Dribbling, was da auspacken kann, haben wir halt so nicht. Hat dazu noch eine gewisse Schnelligkeit, deswegen. Aber was hat der genau? Irgendwas am Knie habe ich gehört oder Ich habe es ehrlich mitbekommen gesagt im jetzt. Spiel auch gar nicht richtig verstanden, warum der jetzt genau rausgewechselt wurde. Ich habe dann auch erst später gesehen, dass er dann eben gehumpelt ist oder halt nicht so glücklich quasi aussah, weil er halt verletzungsbedingt raus musste. Aber ja, ich weiß jetzt noch nichts Genaueres. Ich habe nur gehört, dass es bei zwei Spielern, über die wir gleich noch reden, Entwarnung gibt, dass da relativ gut aussieht. Ja. Aber bei Karaman weiß man wohl noch nichts Genaues. Habe ich zumindest vorhin Dann bei gelesen. wem gibt es denn die Entwarnung? Bei Lassme und bei Brunner habe ich zumindest gelesen, dass die Watz berichtet hat, dass sie wohl spielen können. Muss man einmal alles mit Hm. Vorsicht genießen. Bei uns kann immer auf einmal heißen, ja, okay. Nur mal, um auf die letzte Saison nochmal zurückzukommen. Moritz Jens hat ja gesagt, ja, ich spiele und am Ende war er nicht mal im Kader. Ja. Ja, also da kann immer alles passieren, aber Brunner hieß, es ist jetzt wohl zurück, wo ich nicht verstehen kann, warum wird es am selben Tag berichtet, dass er auf jeden Fall wieder spielen kann, wenn er heute nicht mal im Kader war. Muss ich nicht verstehen, aber Keine okay. Ahnung. Und Lassme scheint wohl nicht ganz so schlimm gewesen zu sein, war wohl hauptsächlich platt und hatte vielleicht einen Kampf oder so. Scheint wohl nicht so schlimm, ja. Und der letzte ist, glaube ich, der, wo wir uns am meisten Sorgen machen müssen. Zumindest von der Verletzung her. Ja, bitte. Jetzt muss ich ja alles leiten hier. Bin ich nicht gewohnt. Drexler hat wohl ein bisschen was Schlimmeres. Ich glaube, er hat irgendwie gesagt, dass es ein Riss ist. Aber also er vermutet auf jeden Fall, dass es einer ist. Der Drechsler. Ja, also das könnte auf jeden Fall ein bisschen längerfristig sein. Ich hoffe, dass es dann zumindest nur so drei Wochen vielleicht sind. Wenn es jetzt wirklich ein Riss ist, der sich über Monate zieht, dann muss ich ganz ehrlich sagen, Drexler war noch einer der im Mittelfeld, der am besten war heute. Ja. Hätte ich jetzt vor dem Spiel nicht gesagt, aber ist dann auf jeden Fall auch wieder ein Qualitätsabfall. Aber der hat dann mit dem Riss weitergespielt, oder wie? Ja, der hat sich dann noch durchgequält, 10 Minuten, und dann, glaube ich, 5 Minuten vor Schluss hat Reis gesagt, du kommst jetzt runter, geht so nicht weiter, sonst wird es noch schlimmer. Aber der ist ja auf jeden Fall die ganze Zeit auf dem Platz geblieben und rüber gehumpelt. Fand ich beeindruckend. Also klar, gibt viele, die dann einfach rausgehen, auch wenn man Ja, im Rückstand safe. ist. Wobei ich da halt auch dann immer nicht verstehe, warum stellen die sich da nicht einfach hin, damit da einfach überhaupt jemand im Weg steht für die. Also du musst ja nicht mal was machen, stell dich einfach nur hin und geh vielleicht mal 3 Schritte, täusch mal so ein bisschen an, damit die einfach ein bisschen Bedrängnis haben. So. Ja, oder Deswegen so fand ich auf jeden irgendwo Fall in gut von dem. Drexler, dass er da geblieben ist.
irgendwo in der Mitte, dass der sich da platziert und wenn er Ja, halt da mal nicht zu ihm abseits rollt. aufheben, aber ansonsten kann es ja nicht schaden im Ja. Spiel. Ja, keine Ahnung. Also, das, ja, wie du gesagt hast, das macht auf jeden Fall Angst fürs nächste Spiel, ne? Drexler, wo wir noch gesagt haben, vielleicht einer, der mal so Kommandos auch geben kann im Mittelfeld, fällt Ja. jetzt auch dann wahrscheinlich aus. So, wir waren ja mit Tempelmann, Seguin und Schallenberg sehr, sehr unzufrieden. Und jetzt kommt der nächste Gegner, Kiel. Und Kiel, die sind mit 6 Punkten in die Saison gestartet, haben heute 2:4 gegen Magdeburg verloren. Man muss aber sagen, nach 2:0 Rückstand nochmal mit 2:2 zurückgekommen am Ende. Dann trotzdem die Niederlage Magdeburg finde ich auch super stark. Habe ich auch so gesehen. Habe ich auch so predicted. Ich habe so eine kleine Zweitliga-Prediction gemacht. Und Hatten Schuler wir aus nicht unserer auch. Jugend ist extrem in Form bei denen. Ne? Der war ja bei uns in der Ja. Abstiegssaison mit Hoppe immer eingewechselt worden, da haben wir den abgegeben. Und ist jetzt mit Magdeburg aus der dritten Liga ja dann, glaube ich, auch aufgestiegen, meine ich. Oder ist er hingewechselt? Ja, genau. Ist mit Magdeburg aus der dritten Liga aufgestiegen. Und jetzt hat er, glaube ich, bisher in der aktuellen Saison in jedem Spiel getroffen. DFB-Pokal und Liga, wenn ich mich nicht irre. Also überragend, was er da aktuell macht, kann man auch mal Ja, die haben kurz ja auch den anmerken. Checker von unserer Jugend. Also, Ja. ich habe so das Gefühl, die haben die halbe Schalke- und HSV-Jugend sich da Das habe ich bei jedem Verein irgendwie das zusammengeschustert. Gefühl. Das ist irgendwie ganz krass. Die haben irgendwie alle sich zusammengeholt, die bei Schalke mal gespielt haben. Ja, richtig krass. Ja, aber so kann man eine Mannschaft entwickeln. Ich finde, Titz ist auch ein guter Trainer, aber lasst uns jetzt nicht über Magdeburg sprechen, sondern über Kiel. Das wird ein schwieriges Spiel, oder? Ja, Was denkst du? also nach der aktuellen Form, die wir haben, ist jeder Gegner, der kommt, ein schweres Spiel. Aber Kiel ist vor allem in der aktuellen Form. Ist es nochmal ein bisschen schwieriger gegen Kiel zu spielen. Ist natürlich gut, dass sie jetzt heute verloren haben, weil wenn die mit 3 Siegen in die Saison gestartet werden, Ja. wären, dann hätten wir jetzt auf jeden Fall nochmal, glaube ich, ein ganz anderes Gespräch hier. Weil dann würde die Hütte wirklich brennen, weil ich will es eigentlich nicht aussprechen, aber stell dir mal vor, wir verlieren das nächste Spiel gegen Kiel. Dann stehen wir nach 4 Spieltagen mit 3 Punkten da. Und dann brennt es aber wirklich, weil dann geht es langsam nicht mehr nach oben, dann geht es eher ein bisschen nach unten gucken. Weil wenn die anderen unten punkten, dann können wir auch mal ganz schnell Richtung Hertha rutschen und dann vielleicht Platz 16 oder so einnehmen für Spieltag 4. Und das wäre mit unserem Anspruch katastrophal. Ja, also da ist man nicht mehr so weit weg von Bielefeld letzte Saison. Ja. Und auch Hertha muss sich seine Gedanken machen. Wobei, ganz ehrlich, Leute, ich finde Hertha, die haben halt auch gute Mannschaften am Anfang gehabt, ne? Düsseldorf sowieso Aufstiegsfavorit. Wehen ist jetzt auch oben mit dabei, hätte auch keiner gedacht. Die haben 7 Punkte, genauso viel wie HSV der Erste, ne? Und HSV haben die halt gespielt. Das sind halt Ja. richtig gute Mannschaften. Pokal sind die weiter. Und bei Hertha darf man nicht vergessen, das hat auch der Dardai gesagt, die holen ja jetzt noch erstmal die ganzen Spieler. Die haben halt das Problem, dass die Spieler nicht wegbekommen, aber die werden ja noch jetzt zum Ende, wenn die Spieler verkaufen, dann nochmal nachlegen, ne? Und was man bei Hertha Diego auch noch dazu Demmes. sagen muss, die haben ein defensives Konzept, also die verteidigen wenigstens. Also klar, die schießen halt keine Tore, das ist deren großes Problem, dass sie da halt vorne keine individuelle Qualität haben, die sich einfach da irgendwie kurz durchdribbelt, was man da eigentlich von Rehse sich bei Hertha erhofft hat. Ja. Aber defensiv verteidigen sie es halt wenigstens gut. Gegen HSV 3 Gegentore zu kassieren, kann mal passieren. Ich meine, wenn wir auf uns gucken, wir haben 5 bekommen. Wenn die halt offensiv Ja. Qualität reinbekommen und auch noch defensiv Diego Demme dazu bekommen, dann kann es bei Hertha eben ganz schnell nach oben gehen. Und bei uns gibt es ja keine Gerüchte darum, dass jetzt mal noch irgendwas passiert, weil Hechemann anscheinend im Winterschlaf verfallen ist seit ein paar Wochen. Ja, also die haben halt gegen Wien 1:0 verloren, wo es dann auch, ich glaube, ganz kurz vor Schluss passiert ist und gegen Düsseldorf 1:0 ist auch knapp gewesen, ne? Ja, wie gesagt, HSV 3:0 ist eine Kiste oder eine Klatsche, aber das kann gegen HSV passieren. Die sind auch die torreichste Mannschaft in der Liga. Und da wird jetzt noch was passieren bei denen auf dem Transfermarkt. Und wir sind im Moment nur 3 Punkte weiter. Ich habe ja die 3 Punkte fest eingeplant gegen Braunschweig, ne? Ich habe schon so, als ich ge gestern gesehen habe, 20:30 Uhr oder danach, nach dem Spiel, Hertha verliert. Jawohl, 6 Punkte schon vor Hertha, habe ich schon so mir gedacht, aber. Ja, wenn wir nächstes Spiel verlieren, Hertha gewinnt, sind die punktgleich mit uns. Ja. Und Tordifferenz ist ja auch nicht, ja doch, -5 haben die, wir haben 0, aber das kriegt man auch schnell wieder aufgeholt. Ja, Ja, die lass im uns zum Spiel gegen Spiel. uns, wenn Hertha im Spiel gegen uns 3-0 gewinnt, dann sind die ja halt schon wieder vor uns. Also das kann ja alles immer relativ Ja. schnell gehen.
Das heißt ja jetzt noch gar nichts. Genau. Ja, lass uns zum Spiel gegen Kiel jetzt noch kommen zum Abschluss. Vielleicht eine Aufstellung prognostizieren und auch einen Tipp abgeben. Ja, wie wollen wir aufstellen? Also Müller im Tor ist, glaube ich, Ja. gesetzt, ne? Brunner soll ja angeblich wieder da sein, würde ich auch mitgehen. Auch wenn Tauer seine Sache relativ ordentlich gemacht hat, war jetzt nicht Muss ich gut, auch aber sagen. Was okay. eigentlich mit ihm? Wird der ausfallen? Weil der hat ja auch was abbekommen, ne? Der Also hat da diese Backe gehabt. Reis hat in der Pressekonferenz gesagt, dass die Auswechslung nicht mal verletzungsbedingt war, sondern einfach, weil er durch die dicke Wange halt, haben wir ja alle gesehen, das sah wirklich nicht gut aus. Habe ich auch gar nicht Ja. verstanden, warum der überhaupt weitergespielt hat, aber wenn die alle meinten, dass es okay ist, dann gut. Jedenfalls hat Reis dann in der Pressekonferenz gesagt, dass die Flanken dann von ihm nicht mehr so präzise kamen und er halt allgemein sich dadurch wahrscheinlich nicht mehr ganz so gut konzentrieren konnte. Dementsprechend, ich glaube aber schon, dass er im nächsten Spiel wieder einsatzbereit ist. Also da Okay. sieht es, glaube ich, relativ gut aus. Ja, dann, wie würden wir aufstellen? Also, Brunner würde ich auch zurück in die Startelf sehen. Innenverteidigung, jetzt wird's spannend. Ich würde Kaminski rausstellen, bin ich Ich ehrlich. auch. Baumgartel okay. Und dann ist die Frage, Cissé oder Matriciani? Ich weiß nicht, ob man wieder Cissé fordern soll, ne? Der hat halt gar nicht performt. Ich weiß es, der bringt wenigstens Schnelligkeit mit, denke ich mir auf der anderen Seite. Ist aber voll das Risiko. Die Sache ist halt, Matriciani ist im Moment auch nicht in Form. Ich muss sagen, Matriciani nicht in Form, ja, aber ich fand ihn trotzdem, hat er nicht zu den allerschlechtesten Leuten gehört. Er war in Ordnung, also er war jetzt nicht super, aber okay. Ich fand ihn zumindest besser als Kaminski heute. Ich fand ihn auch besser, als Cissé gegen Hamburg war. Die sicherste Option wäre wahrscheinlich Matriciani aktuell. Ich glaube trotzdem, dass Reis mit Kaminski spielen wird, gar keine Frage. Aber wenn ich jetzt der Trainer wäre, würde ich wahrscheinlich mit Matriciani und Baumgarte spielen. Weil ich Ja, mir würde ich das aber auch zumindest auch machen. halbwegs gut vorstellen kann. Baumgartel ist halt relativ sicher, macht halt seinen Part halbwegs und daneben nochmal ein relativ schneller Matriciani kann, glaube ich, besser funktionieren als das, was wir da aktuell zusammen spielen. Also ich würde Kaminski nicht im nächsten Spiel aufstellen. Ich auch nicht. Das würde ich nicht Also auch machen. einfach mal, um ihm eine Denkpause zu geben, weil er wirkt völlig lustlos auf mich. Das ist das Schlimmste Ja. daran. Der hat ja eigentlich die Qualität. Dann links Ovejan. Ja. Aufgrund mangelnder Alternativen hoffen, dass er wieder in Form kommt. Bei Aurian habe ich Offensiv. zumindest die Hoffnung, dass es einfach ein schlechter Tag war, weil bei dem lief heute gar nichts. Bis auf der eine Freischuss an die Latte Ja. war ja alles von vorne bis hinten total schlecht. Also die Ecken gingen ja auch immer ins Aus, gefühlt. Wie findest du, wenn wir Tower auf die 6 packen? Das wäre nämlich jetzt meine Idee, den Schallenberg mal rauszutun. Habe ich auch überlegt, fände ich jetzt auch nicht so schlecht. Oder dass du halt, also ich würde wahrscheinlich sogar mit einer Doppel-6 gegen Kiel spielen, weil ich das, also das Mittelfeld ist immer offen. Und Tower wäre da tatsächlich, wenn er sich komplett erholt von dieser ganzen Geschichte da heute, wäre da für mich auch einer der ersten Kandidaten, der das spielen könnte. Wenn man sagt, Scheinberg hatte nur einen schlechten Tag, weil ich würde da jetzt zumindest persönlich nicht zurückrudern und sagen, dass er in den letzten Spielen völlig schlecht war. Hat er zumindest auch gute Ja. Aktionen dabei gehabt, war da auch teilweise allein gelassen, bleibe ich auch bei. Trotzdem war er halt einfach teilweise zu langsam. Also er ist nicht der alleinige Sechser, den wir uns alle erhofft haben. Er braucht einen Nebenmann. Und ich würde entweder mit Seguin und hier Seguin und Tower spielen oder mit Tower und Schallenberg. Und davor dann Ouédraogo, ist mein persönliches Mittelfeld. Ouédraogo würde ich auch spielen. Drexler wird ja wahrscheinlich dann ausfallen. Ja. Tempelmann sehe ich jetzt auch nicht. Also Seguin Drexler sehe ist ich. relativ sicher, dass er ausfällt, deswegen. Also den können wir, glaube ich, vergessen aus der Planung. Ich glaube, Idrissi ist auch noch verletzt, sonst würde ich persönlich sogar mit Ouédraogo und Idrissi davor spielen vor einem Tower. Okay. Also Seguin fandest du so schlecht. Also ich fand Seguin auch ganz doll gar nicht gut heute. Die Pässe nach vorne haben mich extrem aufgeregt, habe ich ja auch am Anfang schon gesagt. Aber ich fand zumindest bei Seguin habe ich in den letzten Spielen Ansätze gesehen im Offensivspiel. Auch der eine Steckpass heute wieder, wo er dann relativ gut durch war und dann in die Mitte gepasst hat, war ein guter Laufweg von ihm. Also er hatte gute Akzente. Kann sein, dass es einfach bei ihm hauptsächlich auch daran lag, dass alle schlecht waren. Aber ich kann auch genauso gut verstehen, wenn man da jemand anderen sehen will. Vielleicht spricht bei mir auch einfach der Frust irgendwie raus, Kann aber sein. dieses Dreier-Mittelfeld, ich weiß es nicht, mir hat da keiner von gefallen heute Also es und darf auf jeden Fall höchstens einer von den Spielen, sind wir uns, glaube ich, beide einig. Also jetzt wieder mit ja. Seguin und Scheinberg hin zu spielen, klingt zwar von der Qualität und von den Namen her vielleicht ganz gut, aber das darf jetzt eigentlich echt nicht passieren. Sag mal, wenn Idrissi eine gute Trainingswoche hat und fit ist, ich glaube, der ist aber verletzt, dann würde ich den sogar reintun, weil der hat auch eine gute Vorbereitung gespielt, hat sich da empfohlen. Ist auch keiner, wo ich sage, der ist defensiv schwach. Der hat eigentlich einen guten Körper und ist so ein giftiger Spieler.
Den könnte man da, glaube ich, auch gut gebrauchen, auch sehr ballsicher und auch relativ kreativ. Also im Prinzip alles, was uns so ein bisschen abgeht im Moment. Und Ouedraogo, ich ja, also muss ja auch spielen, so der ist der Einzige, der da noch ein bisschen Kreativität mal ein Dribbling oder sowas machen kann. Ouedraogo ist für mich der einzige Mittelfeld, der ganz klar gesetzt ist. Also da Ja. widerspricht mir auch gar keiner. Also von der Meinung bin ich keiner ab, dass Ouedraogo auf jeden Fall spielen muss im nächsten Spiel. Ja. Was mich von deiner Option so ein bisschen abhält, ich finde die Idee spannend, aber das ist ja mir zu uneingespielt aktuell, weil Idrissi hat gar nicht gespielt in der Ja, Saison aber bisher, ganz im Tower nur Ernst, heute. Ja, ich weiß, die ich weiß, spielen ich wie weiß, ich weiß. uneingespielt. Da spielt ja keiner irgendwie was zusammen. Absolut, aber So. wenn du mal auf die Situation guckst, heute auch mit Kabadayi und ich glaube noch irgendeinem, die ganzen Missverständnisse da bei den Doppelpässen, weil Kabadayi halt auch nicht gespielt hat bisher. Wenn ich mir das vorstelle, dass es im Mittelfeld genauso passiert, dann ist es noch mehr offen als heute und das würde ich jetzt nicht riskieren. Also ich würde zumindest einen von den Leuten spielen lassen, die heute gespielt haben. Aber Ja. ansonsten, ja, ich kann deine Option verstehen, keine Frage. Ja. Mir hat auch keiner gefallen, aber ich würde zumindest einen lassen. Ich hoffe einfach, dass wir da jetzt ein Mittelfeld sehen, was gut harmoniert, was gut Ja. zusammenspielt. Wer Ich am glaube, wir sind Ende uns da einig, spielt, ist mir auch egal. Tempelmann auf keinen Fall, oder? War mir heute viel zu Also, unauffällig, gar nicht gesehen. ja, für mich, Tempelmann sehe ich gar nicht so weit raus im Vergleich zu einem Seguin oder Schallenberg. Weil Tempelmann, klar, heute war der auch nicht gut, Schallenberg war heute auch nicht gut und Seguin war heute auch nicht gut. So, Tempelmann hat mir aber auch in den letzten Spielen so ein bisschen gefallen, so zumindest. Also, naja, also Tempelmann würde ich jetzt nicht komplett da keine Aktien mit reinsetzen. Aber ja, keine Ahnung. Ich bin von allen dreien enttäuscht. Am liebsten, was mit einem Latzer? Stimmt, Latzer ist auch noch eine Option, ein bisschen ausgeklammert. Ich glaube, der könnte Einfach wirklich als tatsächlich, Stabilisator ja, so mal. als jemand, der auch auf dem Platz mehr redet als alle anderen, wobei man auch sagen muss, Latzer ist keiner, der viel spricht, aber er redet zumindest ein bisschen und gibt mal ein bisschen Anweisungen Ja. und war zumindest mal Kapitän. War ja auch im Pokalspiel gegen Braunschweig nochmal mit einem Tor dabei. Kann man für argumentieren. Also bin ich jetzt zum ersten Mal in der Saison nicht weit davon entfernt zu sagen, dass ich es verstehen könnte, wenn Thomas Reis Latzer aufstellt. Also ich Ja. bin jetzt nicht dafür, aber wenn er es macht, verstehe ich es. Ja. Also bei Latzer ist halt so die Fantasie, dass der nochmal so richtig gut für uns ist. Es fehlt einfach, weil der Ja. immer, wo der gespielt hat, hat der halt Sachen gemacht, wo du sagst, so, okay, keine Ahnung, der hat das Niveau nicht, Und wenn aber. er dann mal ein gutes Spiel hatte, hat er sich danach wieder verletzt. Ja, genau, Wie aber gegen der hat Auer, halt glaube auch. ich. Hat er ja einen Doppelpack gemacht und dann war er irgendwie 2 Spiele später wieder weg. Aber der hat ja auch gegen Braunschweig nochmal getroffen, vielleicht bringt ihm das auch nochmal Selbstvertrauen und keine Ahnung. Ja. Also, wie man dreht und wendet, ich glaube, Ouedraogo ist gesetzt. Für mich ist dann Tower noch gesetzt und der Nebenmann, den Den kann man müssen. losen, ja. Ja, genau. Da spricht jetzt nicht viel für die Person. Dann machen wir mal weiter offensiver. Ja, da wird es spannend, weil fällt Karaman aus? Ja, nein. Also für mich kann ich Kabadei das hat. einfach, ich kann es einfach abhandeln. Also ich sage dir einfach mal meine. Okay. Torodde gesetzt, fertig aus. Lassme scheint fit zu sein, spielt für mich auch. Und links ist es für mich eindeutig, wenn Karaman fit ist, muss er spielen, gar keine Frage. Und wenn er nicht fit ist, würde ich Kabadayi spielen lassen. Das Ja, sind meine Optionen. kann man so mitgehen. Ja, dann kommen wir zu unseren Tipps fürs Spiel. Und ja, gegen Kiel, das wird schwierig. Was Dieses Mal tippen bist wir du denn? zuerst dran. Dieses Mal bist du. Ich muss dir auch mal den Vortritt Boah. lassen. Ich kann nicht jedes Mal zuerst sagen, Ja. sonst kannst du immer, du musst dich immer anpassen an mich. Ich sag mal so, Schalke muss gewinnen. Ja. Schalke wird auch auf Sieg spielen. Mein Kopf sagt, wir gewinnen das nicht, bin ich ehrlich. Mit so einer Leistung gegen Braunschweig, aber auch die Leistung aus den letzten Spielen, wirst du gegen Kiel nicht gewinnen, weil Kiel deutlich stärker ist als ein Kaiserslautern, als ein Braunschweig, wo wir jetzt in den letzten drei Partien schlecht ausgesehen haben und gegen HSV haben wir gesehen, was da möglich ist, wenn wir gegen so Mannschaften spielen. Ich gehe mal leider mit einem 2-2. Okay, also mein Kopf sagt mir 1-1, mein Herz sagt 2-1, könnt ihr euch einen Tipp aussuchen.
Okay, dann sind wir zum Ende angekommen. Ja, vielleicht kommt jetzt irgendwas in der Woche, was uns gute Nachrichten oder Mut zubringt. Dafür die Vielleicht News gibt's. natürlich auschecken von dir, Cedric, ne? Glocke aktivieren nicht vergessen, ganz wichtig. Genau, auf dem YouTube-Kanal, falls ihr im Podcast-Player unterwegs seid. Und ja, vielleicht bringt der Heschelmann ja jetzt auf einmal noch ein paar Leute aus dem Hut und dann beginnt wieder diese Euphorie, hoffentlich. Oder wir werden jetzt gegen Kiel einfach so geil spielen, dass wir dann wieder, Sagen, beste ja, Mannschaft aller Zeiten. genau. Besser Ja, als von die daher, Abstiegsmannschaft von vor 2 Jahren. lasst uns die Folge positiv beenden. Und vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Vom Deadline Day, vielleicht passieren da einige Transfers, das werden wir behandeln. Bis dahin, Glück auf, ciao, wir sind draußen. Gute Woche, Glück auf.